liebe Brüder und Schwestern, liebe Gläubige. Es muss ein heftiger Disput gewesen sein, eine lautstarke Auseinandersetzung, als diese fünf Männer wieder zurückgekommen sind und ihren Auftrag erfüllt haben, als sie die Erfahrungen austauschten, die sie gemacht haben. Eben sind sie zurückgekommen, fünf blinde Männer, die man in einen Raum gestellt hat mit dem Auftrag, sie sollten das Tier untersuchen, das sich in diesem Raum befindet. Manche sagen, diese Männer waren nicht nur blind, sondern man hat sie auch in einen vollkommenen dunklen Raum hineingeführt, zu jedem Mann, zu einem anderen Körperteil von diesem Tier. Und sie kommen zurück und der eine, der beim Rüssel steht, sagt, ich habe eine Schlange angegriffen. Der andere, der beim Stoßzahn des Tieres steht, sagt, es war wie ein Speer für mich. Der Mann, der Blinde, der beim Ohr stand, sagt, ich habe irgendwie einen Luftfächer ergriffen. Und derjenige, der dann beim Fuß gestanden ist und hingegriffen, meinte, einen Baumstamm zu berühren. Das Gleichnis von den fünf blinden Männern und dem einen Elefanten ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit an sich. Und sie zeigt uns diese Parabel, dass es die Möglichkeit gibt, Realitäten unterschiedlich zu erkennen. Dass Menschen ganz unterschiedlich und manchmal auch unvollständig die Wahrheit erkennen. Wenn das schon bei natürlichen Realitäten so ist, wie wird das dann erst sein, wenn der Mensch über absolut Übernatürliches spricht? Wenn der Mensch vom Göttlichen spricht? Ja, wenn er sich sogar anschickt, von Gott selbst zu reden, wie Gott ist, wer Gott ist. Es waren auch blinde Männer im 18. Jahrhundert, kritische Denker der Aufklärung, die gesagt haben, es ist so unvernünftig und überflüssig für den Menschen, über Gott zu sprechen, weil er absolut nichts erkennen kann. Er ist blind für Gott. Deswegen ist es besser, wenn man über Gott gar nicht redet. Ja, wenn jemand reden möchte, dann am besten als Privatsache im engsten Familienkreis, aber auf keinen Fall in der Öffentlichkeit. Religion ist Privatsache, daher kommt dieser falsche Ausdruck. Und wie fatal dieser Trugschluss ist, das sehen wir, dass seit dem 18. Jahrhundert und ganz besonders jetzt in unserem 21. Jahrhundert unsere Gesellschaft immer mehr und radikal deswegen entgöttlicht wird. Entgöttlicht, weil niemand mehr von Gott und seiner Wahrheit spricht. Wir sehen in diesem Monat auch die großen Gefahren eines Staates, der die Wahrheit nicht mehr vertritt, der die Wahrheit austauscht nach Beliebigkeit. Ein Staat, der nicht nur in einem gewissen respektvollen Abstand zur Religion und zur Wahrheit tritt, sondern der Religion von sich aus kritisch gegenübersteht. Dieser Trugschluss ist deswegen so gefährlich, nicht nur für den Staat, sondern auch in dieser Geschichte, die ich am Anfang erwähnt habe, weil unterschiedslos alle Religionen, die es gibt, unterschiedslos auf eine Stufe gestellt werden. Ohne die deutlichen Unterschiede zu artikulieren, diese Unterschiede sogar zu nivellieren und zu relativieren. Damit löst man die Verheißungen Gottes nämlich auf. Die Verheißungen, die Gott uns im Alten und ganz besonders im Neuen Bund geschenkt hat. Der Heiland selber sagt, es wird jener kommen, der Geist der Wahrheit, der euch in die ganze Wahrheit führt und leitet. Was ist diese Wahrheit? Diese Wahrheit ist das innerste Geheimnis Gottes, ja sein Wesen zu erkennen, dass Gott die Liebe und die Wahrheit ist. Und der Herr spricht zu seinen Jüngern und heute im Evangelium auch zu uns von Gott, dem Vater, in so einer unermesslichen Vertrautheit und Kenntnisfähigkeit, dass er zu Gott Vater sagt. Er spricht zu Gott
als Vater. Christus allein kennt diesen Vater. Christus allein kennt die innerste Wahrheit, das innerste Geheimnis Gottes. Im Johannesprolog heißt es, niemand, kein einziger Mensch hat Gott jemals gesehen und geschaut. Der Einzige, der Gott selber ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat der Menschheit Kunde gebracht. Er hat dieses Bild Gottes nicht nur eröffnet, sondern auch erklärt und erschlossen, wer Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Es wäre absolut vermessen, wenn man sagen würde, mit dem Erscheinen Jesu Christi hier auf Erden habe dieser Elefant zu sprechen begonnen und gesagt, wer er ist. Es ist ganz anders gewesen. Der Herr zeigt uns, dass dieser Elefant oft ein goldenes Kalb ist, das die Menschen versuchen zu ergreifen und zu ertasten. Jesus spricht und zeigt uns den Vater, der ganz woanders ist, als es die Menschen vermuten und der ganz anders ist, als sich die Menschen Gott vorstellen, als einen einsamen Weltenherrscher. Nein, er ist die Liebe und die Beziehung in sich, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und diese ganze Wahrheit kann uns nur Gott bringen. Die ganze Wahrheit, und deswegen kann es eben neben oder über dieser Wahrheit nicht noch eine andere Wahrheit geben. Wenn Gott uns alles gesagt hat aus sich heraus, kann dieser Wahrheit nichts mehr hinzugefügt werden. Oder anders gesagt, Menschen haben nicht das Recht, aus dem Glauben sich etwas auszuwählen, nach einem ganz persönlichen Auswahlglauben zu leben, sich herauszupicken aus dem Christentum und vielleicht auch noch aus anderen Religionen, was man eben so braucht für sein Leben, was einem gut tut, wo man sich wohlfühlt dabei. Dann würde man wieder zu einem Blinden werden, in der Dunkelheit leben, denn zur Wahrheit und zur Liebe gehört nun einmal das Absolute. Ich kann nur absolut die Liebe und die Wahrheit leben. Unser christliches Leben ist ein schrittweise Hinführen, ein Erfülltwerden von Gott. In der Taufe werden wir zu Kindern des Vaters. In der Heiligen Kommunion kommt der Sohn Gottes in unser Herz und zu Pfingsten, bei unserer Firmung, sind wir ein Tempel des Heiligen Geistes geworden. Jedes Sakrament, das wir empfangen, hilft uns, dass Gott mehr in uns Wohnung nimmt, dass wir tiefer erkennen, wer Gott ist. Und was man kennt, nur das kann man auch wirklich lieben. Am Sonntag, heute, am Sonntag der Pfingstoktav, der allerheiligsten Dreifaltigkeit, dürfen wir in heiliger Dankbarkeit Gott ehren dafür, dass wir die Offenbarung und die Erkenntnis des wahren Glaubens geschenkt bekommen haben. Dass Christus uns den ewigen Blick in das Herz Gottes geschenkt hat und dass wir alle berufen sind, durch unser Leben im Glauben in diese ewige Liebesgemeinschaft mit Gott hineinzutreten. Der heilige Papst Pius X. fragt in seinem Kompendium des katholischen Glaubens, was wir heute an diesem Sonntag tun sollen. Was sollen wir tun an diesem Sonntag? Und seine erste und wichtigste Antwort auf diese Frage ist, das Geheimnis des einen und dreifaltigen Gottes anbeten. Anbeten. Nicht nur darüber predigen und es versuchen zu erklären, sondern anzubeten. Und erlauben Sie mir diese Zwischenbemerkung, es geht einfacher, wenn alle gemeinsam in eine Richtung anbeten, wenn sich auch der Priester in die Richtung kehrt, in der das Volk anbetet, wenn die Orientierung des Priesters auch richtig ist. Denn in der Feier der Heiligen Messe, da geben wir Gott die größte Anbetung, die größte Ehre, den größten Dank und das größte Lobopfer, indem wir dem Vater im Himmel das Allerheiligste hier auf Erden darbringen, nämlich seinen geliebten Sohn, der sich für uns im Heiligen Geist zu unserer Erlösung und für die Rettung unserer Seele in jeder Heiligen Messe opfert. Da gewinnt das Wort Sonntagsgebot eine absolut neue Tiefe.
Es gibt die Pflicht, den Tag des Herrn zu heiligen, den Sonntag zu heiligen durch den Besuch und die Mitfeier der Heiligen Messe. Aber wenn man einmal verstanden hat, was die Heilige Messe wirklich ist, dann wird man nie wieder von einem Gebot und von einer Pflicht reden, sondern von einem heiligen Privileg, von einem unfassbaren Geschenk, diesen Vater, Sohn und Heiligen Geist auf Erden gebührend anzubeten. Denn das heilige Messopfer zeigt uns das Kreuzesopfer, die Hingabe Jesu Christi an seinen Vater. Und bei jedem Kreuzzeichen in dieser heiligen Messe, auch heute, hüllen wir uns in dieses große, unfassbare Geheimnis ein. Dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist sei die Ehre. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.